So, wir gucken uns jetzt die Next Indie Direct von 2024 an. Die war jetzt irgendwann jetzt die Tage und wir gucken sie jetzt im Nachhinein einfach mal an. So, passt die Lautstärke? Ja, mal gucken, ne? Wir starten einfach mal. Hello everyone and welcome to the first ever Next Indie Direct. I'm Juan, and today we will showcase some exciting new indie games launching in 2024 and beyond. So without further ado, let's kick things off with the reveal of a brand new game. Aber da nicht auch hier auf Deutsch stellen? Automatisch übersetzen? Geht das? Mal gucken, wie gut das funktioniert. Für diejenigen, die halt mit dem Englischen nicht ganz so hinterherkommen. Es wird nachher bei irgendwelchen Livestreams dann nicht mehr möglich sein. Okay. Also der Main Character ist eine Kugel. Es gibt ein Spiel um mich. Ach nee, warte, so rund bin ich auch nicht. Kugel leer. Keks essen. Ich muss noch einen Keks essen? Tatsächlich. Oh, was ist das? Immer diese Feen. Die haben mir gerade noch gefehlt. Es sieht irgendwie interessant aus, aber irgendwie steige ich auch nicht so ganz durch. Du musst? Wer bist du? Was hast du mit machen können? In the hollow realm of the sacred swamp, the dragonfly fairies earn their wings on the night of the full moon and draw their powers from the insect spirits. In this co-op action-adventure game, you start as dragonfly fairies, La and Ta. Teleport from room to room, shoot, dash, and avoid incoming enemy attacks. Protect yourself with a shield ability, defeat waves of foes at each level, and collect insect spirits to fuel your attacks. Improve your abilities by unlocking new dragines with different colors and attributes. At the end of each world, you'll encounter a powerful boss. Also teils denke ich mir bei dem Spiel so, es könnte etwas für mich und Westers sein. Teils denke ich mir so, Protect Sacred Swamp when Draginus launches on PC in fall of 2024. Drachenfliegenfeen, ja. Oh mein Gott, wir geben einem mächtigen Fuchs einen Teddybär?
sieht eigentlich ganz interessant aus. Wenn man solche typischen Strategiespiele macht. Sogar die Kräfte aus dem Jenseits kann man benutzen. Okay. Erinnere mich an das Götterspiel. Wie hieß das noch? Black and White, ja. Von demselben Macher wie Fable. Aber ich schreibe mir mal nebenbei halt so interessante Spiele mal auf. Zwölf verschiedene Zivilisationen, okay. Behalte ich einfach mal für Zukunft im Auge. Wie ist das Spiel jetzt? Eden Universe, okay. Daniel, this is your conscience. Do not throw it out the window. Sit down, have a seat, and have a seat. I got one story, a long time ago. Story of love. Monarch. Avenger. Ice cream. Oh, ice cream, yeah. You give him a chance. Okay. Dead. Weiß ich nicht so ganz, was ich davon Alex, halten soll. A disgruntled employee embarks on a path of vengeance after being fired from his job. Das Movement kommt mir sehr bekannt vor. He's determined to get revenge, and you get to choose exactly how he'll get there. Following this journey of chaos and twists, du bist einfach eine Spinne, bist du. Get what he wants. Glide across almost any wall or ceiling. Latch out to enemies, desk chairs, sewer pipes, doors, and countless other objects. Enjoy your creative freedom as you find new ways to eliminate your enemies. Oh, das ist wie dieses Spiel Carry On. Auch so ein Spiel, wo du halt kreativ halt irgendwie deine ganze Umgebung töten kannst. Aber da bist du halt auch so eine Art Monster. Okay, ich mag nicht, wie das da vom Avatar und der Schrift halt aussieht. Das gefällt mir nicht. In Zusammenhang mit dem sonstigen Pixel-Look. Das ist eine sehr oberflächliche, subjektive Einschätzung der Lage.
Ich habe auch so das Gefühl, dass so die Typen Spiele, wo du halt die ersten 5 Minuten Spaß dran hast und dann irgendwann vielleicht wird es langweilig. Ich weiß es nicht. Und es scheint halt auch so dieses Ding zu sein, dass halt dann plattformtechnisch es irgendwann einfach absurd schwer wird oder so. Was ist das? Redout dröft sich oder was? Also hier F-Zero abklatscht. Würde so viel runterfallen bei dem Spiel. Weil anscheinend kannst du ja auch irgendwie in der Luft steuern. Aber ich glaube, das ist... Ich meine, F-Zero. Ich bin mit einer schlechtesten Spieler von F-Zero ever. Free Alpha Demo. Wie? Also das war eine Font, die konnte ich nicht zuordnen. Vielleicht spielen wir mal die Alpha-Demo, die ist kostenlos verfügbar, als angedaddelt. Ich mag diesen minimalistischen Pixel-Look. Aber das Gameplay ist nichts für mich. No cave. Ah ne, this is no cave. Ah, das ist keine Höhle. Team up with cute creatures called Being Beasts in this pixel art tower defense game. Oh, das sieht putzig aus. Use unique traps. Powerful abilities. And build your line of defense across 48 handcrafted levels and 4 different worlds. Ich meine, Tower Defense ist halt nicht mein Genre. Traps. And upgrade after each level. Bin da so schlecht drin, sowas. Aber es sieht ja putzig aus. More powerful monsters. And there's going to be 2 unique bosses in every world. Bean Beasts launches on PC next winter and in early 2025 on Nintendo Switch. Das ist so ein Ding, da würde ich auf jeden Fall angedeutet zu machen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Game, dass ich nicht anfassen werde. Ich bin dafür zu doof manchmal. Aber mir gefällt das Charakterdesign irgendwie. Highscores, wo wenn du das erstmal draufklickst, denkst du, wow, wie soll man das so schnell schaffen? Weil schon die ganzen Speedrunner das dann, keine Ahnung, wie geschafft haben. Help Layla, a young stargazer, and her goat friend, in their journey to find Layla's father, who went missing after a mysterious starfall.
explore an ancient land inspired by stars and Arabian culture. Wield stellar powers. Solve unique puzzles. Fight deadly foes. And restore a chaotic world to balance. Return the stars back to the night sky when Nightscape launches on PC and console in 2025. Holt mich jetzt nicht ab, aber ich mochte das Vieh auf dieser komischen Wolke da. Metroidvania-Spiel. Mit einem interessanten Artstil. Aus Wenger. Embark on a journey deep inside a mysterious dungeon rumored to contain unimaginable power. In this top-down roguelike game, you'll fight monsters. Lots. And lots. Of monsters. Diablo Pixel Art oder was? The dungeon features procedurally generated levels to explore and a vast array of new weapons. Items, okay. Spells and equipment. There's always something new around the corner waiting to be discovered. There's an RPG style inventory. Also ich wäre ja für ein Diablo Pixel Challenges and a lot more. Soundeffekt gerade. Och Manu, warum nicht eine nette Story? Ich will nicht wo bleiben. Ja, das schreckt mich auch mal so ein bisschen ab. Ich meine, Hades hat eine interessante Story. Ja, aber jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, oh, ne, krasses Story-Game. Launches on PC in spring of 2025 and later on Nintendo Switch. Let's take a look at some more indie games coming in 2024. Ja, dann mach mal. So ein bisschen wie hier Rock'n'Roll Racing oder Micro Machines Döns Racing. Jetzt nur rumfahren, ne? Kein Mario Kart oder sonstiges. Ist okay. Aber nicht meins. Die Autos sahen knuffig aus. Ja, schon irgendwie. Sahen alle aus wie ein Smart. Ich wollte schon gerade sagen, Portal. Weil es keine eigenen Portal-Spiele gibt, macht man halt eins, ja? Kein GLaDOS drin. But. Ein Hammer auf die Tastatur spielen.
Ich wollte meine Tastatur heile lassen, halbwegs. Das ist nicht Souls-like, das ist Porto-like. So in etwa. In ancient times, the king's cupbearers formed a secret society to dispel the darkness. They were known as Sipsassins. Your mission is simple. Drink every drink and don't get caught. Explore unique levels. Meet NPCs. Unlock new characters, wear goofy disguises. So, gleich eine neue. Blend into the environment. Use various tools. Find romance and weapons. Okay. Uncover secrets to ultimately become Sipsassin. Launches on PC in late 2024. Okay. Die Type von Jump One, wo ich sage, Dann bisher geht es eigentlich noch, aber Wir haben solche Spiele schon öfter mal angedaddelt gehabt. Franken dies. Der Würfel hat Augen. Auch wieder ein Puzzle-Game, ne? Ganz schön viele Indie-Puzzle-Games. Before we go, we have one more announcement. Take a look. Sieht interessant vielleicht aus, aber halt dennoch merkwürdig. And that's it. We hope you enjoyed this very first Next Indie Direct. And a huge thanks to all the amazing. Jo, das war die Next Indie Direct. Eine Präsentation mit relativ vielen Indie Puzzle Games, wie ich meine. Hab mir jetzt
sechs Spiele daraus rausgeschrieben, wo ich dann so denke, so, ja, vielleicht kann man dazu ein Angedeutet machen oder sowas, aber es war jetzt nicht so das Spiel jetzt dabei, wo ich sage, das will ich jetzt unbedingt spielen. Außer vielleicht hier dieses Eden Universe, mal gucken. Ja, im Großen und Ganzen hält sich das bei mir hier zurück. Wir gucken mal, was dann die nächsten Spiele so zeigen und geben. Mal gucken.